Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Icarus. Ich bin Flex, freut mich wie immer sehr, dass ihr mit dabei seid. Ja, Lieben, es ist wieder mal Freitag. Das nächste Content-Update ist draußen. Diesmal mit dem Schwerpunkt auf Landwirtschaft, Farming. Es gibt ein paar neue Anbauflächen, zwei Stück, eine aus Metall und eine mit Wasserversorgung. Und passend dazu gibt es jetzt auch eine Wasserpumpe zu bauen und Wasserleitung, die man verlegen kann. Sehr, sehr cool. Da bin ich richtig, richtig gespannt drauf. Schön, dass wir eine 30-Tage-Mission haben. Da können wir das auf jeden Fall ausprobieren. Wir gucken schon mal rein im Technikbaum. Und zwar ist das hier hinten bei Technikstufe 4. Da haben wir ja hier einmal Biospritgenerator und die Kabel. Und jetzt haben wir hier neu Wasserpumpe und Wasserleitungen. Lernen wir gleich. Zack. Und dazu passend hier oben das Hydroponic Crop Plot, das mit Wasserversorgung. Sehr, sehr cool. Bin ich richtig gespannt drauf, Leute. Gerade weil wir auch in dieser Folge jetzt, in dieser Mission jetzt hier angefangen, unserer Bausession, eh schon gerade ein bisschen mit den Beeten zu experimentieren. Wintergarten oder Gewächshaus war ja auch schon geplant. Das kommt jetzt hier unten hin, würde ich auch gleich sagen. Da soll es dann jetzt erstmal weitergehen, weil dann haben wir gleich auch Wasser in der Nähe hier. Machen wir erstmal weiter mit dem Gebäude hier. Gucken, wie weit wir da kommen. Fleißig Baumaterial habe ich vorbereitet. Dann schauen wir, dass wir den Fabrikator schon mal aufstellen. Und dann sind wir ja schon ganz gut auf dem Weg Richtung Strom und dann auch Wasserversorgung. Was ich übrigens auch schon gesehen habe, ist, dass man die Wasserleitung auch an einige von den anderen Werkbänken anschließen kann. Zum Beispiel können wir auch an den Betonmischer eine Wasserleitung anschließen. Geht auch so, läuft nur sehr langsam dann. Ich schätze, mit Wasser geht deutlich, deutlich schneller. Finde ich auch schon mal super cool. Okay, Lieben, auf geht's. Ganz gemütlich und der Reihe nach. Wie gesagt, wir haben Zeit. Jetzt machen wir erstmal hier draußen weiter. Und ich habe mir auch überlegt, hier oben auf der Seite oder vielleicht sogar auf beiden Seiten der Brücke noch eine kleine Terrasse anzubringen. Dass wir hier noch so eine kleine Vorterrasse haben auf Höhe der, bis so weit wie die Glasflächen halt reichen. Und dann kommen hier oben auch noch ein paar einfache Holzpflanzbeete hin. Ah, super, freue ich mich drauf. Das ist natürlich echt eine coole Neuerung. Wasserversorgung. Jetzt für die Pflanzbeete und auch so für ein paar Werkbänke. Und vielleicht auch allgemein für uns einfach, dass man sich schön eine Wasserleitung irgendwo hinlegen kann, um eine Wasserversorgung zu haben. Vielleicht mal irgendwo ein bisschen, wenn man ein bisschen abseits baut, wo man jetzt keine Höhle und keinen Fluss oder so direkt in der Nähe hat, keinen See. Ah, cool, Leute. Das Spiel entwickelt sich wirklich immer gut weiter bis jetzt. Kann man nichts sagen. Brauchen wir noch ein paar mehr Bauteile und noch mehr, ein bisschen mehr Deko und ein bisschen mehr Housing halt. Diagonale Snap-Points und ja. Und was können wir noch brauchen? Eigentlich mal die ganze Karte frei bebauen können ohne Zeitlimit wäre noch mal gar nicht schlecht. Ich hoffe, das kommt irgendwann auch noch mal rein. So, okay, das ist schon mal das. Dann würde ich sagen, einmal außenrum Rahmengerüst fertig machen. Und am Gebäude natürlich wieder mit Wänden bis nach unten, bis zum Boden. Und die Brücke würde ich sagen, hier, da reichen uns einfach Holzstreben. Zack, zack, zack. Da, 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 da. Liebe, falls meine Stimme immer noch nicht ganz so ja, kräftig ist oder zwischendurch mal versagt, ich bin immer noch echt immer noch angeschlagen. Das zieht sich jetzt ganz schön lange hin. Schon fast eine Woche. Deswegen, falls ich mal zwischendurch ein bisschen leiser bin oder irgendwie, dann hoffe ich, dass es nicht allzu schlimm ist. So. Okay, das ist nicht schlecht. Dann würde ich sagen, hier schon mal die Ecken abstützen. Müssen wir sowieso mal gucken, wie wir das mit dem Dach machen hier. Achso, ja, eigentlich können wir nur in eine Richtung gehen, und zwar in die hier. Hier muss also die Giebelseite hin. Und hier ist dann die Dachschräge nach hier raus. Okay, gehen wir auch schon mal oben. Obwohl, nee, hier brauchen wir ja gar nicht. Das ist ja dann die Giebelseite. Dann aber hier. Bauen ein gemütliches Haus hier hin. So. Mal gucken, ob wir das auch vielleicht recht offen lassen können hier, dass wir nicht so viele Stützpfeiler zwischen haben. Haben wir drüben auch nicht gemacht. So. Dann, ach nee, hier muss ja nicht.
hier kann vielleicht... Ist das mittig? Ist mittig. Sehr schön, dann kann da einer hin. Und dann so. Haben wir noch genug Holzpfeiler? Ja, haben wir noch. So. Vielleicht machen wir hier sogar noch eine Treppe nach unten dann irgendwie. Zumindest gleich an der Seite. Mal gucken. Wie kann das dann hier irgendwie schon unser Gewächshaus werden? Oder unser Wintergarten? Beides. Mit schön viel Grünzeug. Und schön viel Glas. Und Wasserversorgung dann. Ah, sehr cool. Aber erstmal Stromversorgung eigentlich haben. Erstmal Stromversorgung haben und dann hier erstmal für Beleuchtung sorgen so ein bisschen. Und dann gucken. Achso, ihr Lieben, apropos Beleuchtung. Hier drin unser Glasdach musste ich erstmal abbauen. Das hat doch nicht gehalten. Also bei schweren Unwettern ist es kaputt gegangen und dann war der Hof wieder ungeschützt. Deswegen jetzt erstmal muss ich das hier provisorisch so zumachen mit den Flachdächern. Da müssen wir auch nochmal gucken. Wahrscheinlich bleibt doch nichts anderes übrig, als die inneren Flachdachelemente eben einfach zwei nach oben rauszuziehen und das dann so zu lassen. Aber anders funktioniert es nicht. Das Glasdach hält eben doch da oben leider nicht. Schade, schade, schade. So, was brauchen wir denn jetzt noch? Wir brauchen... Achso, Dachschrägen haben wir sogar ein paar. Ich glaube, wir brauchen aber noch ein paar mehr. Bauen wir nochmal 5 Stück mehr erstmal. Dann das, dann haben wir Flachdächer. Die brauchen wir eigentlich... nee, die brauchen wir, glaube ich, nicht. Was wir noch brauchen, ist... Holzwände. Vielleicht haben wir da 16 Stück. Machen wir erstmal nochmal 4 dazu. So. So, dann gucken wir schon mal ganz kurz, was wir für den Fabrikator, was uns da noch fehlt. Wir haben schon Aluminium, Betonmischung, Stahlschrauben. Wir brauchen die elektronischen Geräte halt 30 Stück. Und wir brauchen Carbonfaser. Den brauchen wir auch wieder. Oh, da gibt es übrigens auch einen neuen. Es gibt jetzt auch einen Holzkomposter. Mal sehen, den müssen wir dann wahrscheinlich... Bauen wir den noch an der ersten Werkbank? Mal gucken. Holzkomposter. Ja, nee, Moment, ich dachte, da ist er. Das ist er nicht. Das ist er. Spoiled Plants. Oh! Aha, Spoiled Plants gibt's jetzt. Wenn die verdorben sind, extra. Apropos, sind unsere Felder noch geschützt? Ja, aber keine Wasserversorgung. Könnte man aber doch auch hier anschließen. Zeigt zumindest an, dass man eben Wasser geht. Das ist natürlich auch cool. Okay, und hier ist der Holzkomposter. Spoiled Plants. Super, mal gucken, wie wir die herkriegen. Vielleicht wir gar nicht mehr, weil wir jetzt schon die Fähigkeit haben, dass nichts mehr verdirbt. So, okay, holen wir die Steindächer. Und weiter geht's. Bevor das nächste Unwetter aufzieht. So. Einmal hier runter. Und dann... Achso, ja, nee, hier geht's ja dann los. Genau, einmal so rüber. Dachelement. Dachelement, fangen wir schon mal drüben an. Zu gucken. Nee, passt. Ist nicht zu hoch. Ist noch gut. Passt. Machen wir erstmal weiter. Jupp. Gar nicht schlecht. Auf jeden Fall auch überstehend natürlich wieder. Stimmt, hier müssen wir auch schon mal gleich eine Reihe nach außen ziehen. So. So, auf jeden Fall an den Seiten auch wieder mit Glas arbeiten können. Das ist das. Dann würde ich sagen, fangen wir auch schon mal hier unten an. Kostet ja auch schon einiges an Wänden, doch. Aber egal, das sieht besser aus, so finde ich auf jeden Fall. Deswegen machen wir das wieder. Bis unten zu. Sieht man das überhaupt? Ja, wir bauen so ruhig dahin. Ist egal. Holz können wir genug holen, Kupfer auch noch. Dann machen wir erstmal so. Ab.
Jetzt die Reihe unten drunter. So. Zack. Da. Ja, das hat was. So. Ah, Moment, jetzt ist... Jetzt können wir nach außen aber nicht überstehen lassen. Also hier zu der Seite eigentlich. Oder nur mit dem Flachdach. Weil wenn wir hier jetzt so ein halbes Dach überstehen lassen... Obwohl, das ist immer noch, kann man immer noch ganz gut rausgucken. Das geht, glaube ich, immer noch. Vor allem, wenn das viel aus, wenn wir viel aus Glas, viel mit Glas arbeiten. Okay, das war's für unsere Holzwände tatsächlich schon. Es waren schon wieder 20 Stück, einmal weg. So, rein hier. Dann. Die brauchen wir nicht. Die brauchen wir dann noch. Die brauchen wir nicht. Mach mal kaputt. Und mach mal kaputt. Alles an Baumaterial wieder raus. So, dann brauchen wir davon noch mehr. Und wir sollten uns vielleicht ein bisschen beeilen damit. Ja, schwieriger Gewittersturm. Natürlich, wie immer, wenn man mitten im Bau ist, kommt ein schwerer Gewittersturm. Wird irgendwo noch Holzteile freiliegen. So, 2, 4 hier. 2, ach nee, Moment. Doch, hier brauchen wir noch 4. Hier brauchen wir noch 6. Und dann übersteht ja auch noch. So, zurück. Reicht nicht, wir brauchen dann... Was habe ich gesagt? Wie viel brauchen wir? 4 und 6. Brauchen wir 10. So. Erstmal. Ah, und hier... Schade. Also wenn wir das 2 nach oben rausziehen, müsste es aber auch noch genug Licht reinlassen. Und immer noch offen und hell genug wirken. Hoffe ich einfach mal dann. So, das. Okay. Raus, schnell zu das Dach. Wer schleicht da schon wieder unter der Brücke rum? Das ist natürlich ein Wolf. Ja, nimm doch das Messer. Nimm das Messer. Mit dem Messer geht es noch viel besser. Ja, und natürlich gleich einen Kratzer abgekriegt. Schnell Verband drauf. Rum. Ja. Ah, safe. Halt die Ecken. Da könnt ihr den Witz einschlagen, kurz abnehmen. So, dann brauchen wir nochmal 4 und 8 Dächer. Für die überstehenden Giebel, dann haben wir das. Jetzt höre ich auch noch einen Bär. Er ist doch irgendwo da, der Bär. Ja. Wie? Oh nein, der ist von einem. Oh nein, weil er nicht rundherum zu ist. Du mistiger Mistbär. Komm da sowas von raus. Halt, aber nicht so. Autsch. Level 118. Miau. Oh, oh. Schweineverstärkung. Der Bär greift das Schweinchen. Oh, oh, das Schweinchen an. Das ist jetzt aber voll hier. Ah, Wasser. Oh Gott, ich häng fest. Am Schweinchen. Hüpf. Ah. Kommt noch ein Schweinchen. Nee, noch ein Wolf. Das war der Bär auch noch. Ah, gut, Hammer. Wisst ihr auch, wo ich das ganze Fleisch und beziehungsweise das ganze Leder und Fell her habe? Das ist alle 2 Minuten ist hier so viel los. Jedenfalls, wenn ich offscreen hier was mache. Im Grunde, sobald ich den Bären gehäutet habe, höre ich meistens schon die nächsten Knurren. Jetzt ist er doch so laut, wir sind mitten hier unterwegs im Sturm. Ihr hört mich wahrscheinlich gar nicht mehr. So, nimm mit. Eh keinen Platz mehr. Können wir eigentlich alles wegschmeißen, außer das Fleisch.
Das kriegen wir noch auf den Grill. So. Ach, rein. Bloß rein. Ach, zurück, zurück, zurück. Was für ein schweres Unwetter. Wer macht da was kaputt? So, nee, ist ja noch kein Vordach drüber. Zu den Seiten. Oh, fies. Kommt kaum vorwärts hier. Los, rein. Oh, geschützt. So. Das alles auf dem Grill. Essen, essen, essen. Zusammenwerfen hier. Zack, zack. Wir haben keinen Platz mehr im Schrank. Hier ist alles. Ja doch, passt gerade so ein bisschen Fell, passt noch. Leder ist dann voll. Knochen so. Schmeiß mal ein bisschen Leder bei der Steinmetzwerkbank mit rein. Zack. Okay, guck mal, dass wir noch 8 Dächer fertig kriegen. Kriegt man nicht. Aber keine Eisennägel mehr haben. Okay, das ist kein Problem. Stell sie alle her. Eisenbarren aber genug im Schrank noch. So. Volles Programm Nägel. Falsche Seite. Ich dachte gerade, das ist die Seite mit der Brücke. Da sind wir hier, okay. Deswegen brauchen wir hier oben auch eine Terrasse, damit ich weiß, zu welcher Seite das geht. Damit ich schon mal sehe von drin, wenn die Pflanzen da stehen, dann weiß ich, da geht es zur Brücke raus. Zu unserem Gewächshaus. Oder einfach mal rausgucken zum Fenster. So, Nägel. Fertig, zack. Dup, 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 dup. Ah, irgendwas fehlt immer. Halt, gib mal her, ist hier nicht noch was drin? Ja, nicht genug. Betonmischer. Okay, müssen wir ein bisschen Stein holen. Wieder schön schnell. Mit unserer Stahlspitzhacke. Lassen wir mal die volle Fähigkeit auf alle, also auf maximale Steinausbeute auch gegeben hier, damit das möglichst schnell geht. So, sind auch schon fast 200. Einmal Ausdauer, frisch. So, 250 Steine mal eben. 15 Sekunden. Das ist schon super mit den guten Werkzeugen. Zack. Rein mit dir hier. So, jetzt aber 8. Davon nochmal. Und die kommen alle mit. Dann brauchen wir Wände. Machen wir jetzt nochmal 10 Stück. Erstmal unten einmal geschlossen haben, die Plattformen. Damit da nicht der nächste Bär oder Wolf drunter rennt. Genau wie hier beim Hauptaus. Dann dauert sie die drunter gelaufen. Wenn sie erstmal drunter haben, dann greifen sie sofort an und machen das kaputt. Was ist denn da jetzt schon wieder los? Aber alles friedliche Tierchen. Was wollt ihr hier? Warum? Die fühlen sich irgendwie alle angezogen von diesen, von unseren Basen hier, von unseren Plattformen. Nehmen die alle den Unterstand suchen? Das ist kein Unterstand für Tiere. Das ist keine Hirschgarage. So. Die untersten Wände sind heil geblieben. Deswegen muss ich auf jeden Fall auf dem Vordach dann rüber, zu den Seiten. Ja, ganz ruhig. So, und jetzt hier noch, wo der Bär gewütet hat. Der hat auch einen von den Pfeilern angegriffen. Nee, hat er nicht. So, oder? Moment.
Doch, hier. Schon angefangen, hier etwas anzuknuspern. Okay, geht wieder rein. Holzwände. Dip, 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 dip. Und Steindächer. So, das ist das. Die haben wir alle dabei. Wir brauchen Wände. 10 Stück reichen gar nicht. Wir brauchen, glaube ich, noch ein paar mehr. Mache ich nochmal 6 Stück. So, okay, weiter geht's. Dann machen wir hier. Ne, machen wir erstmal einmal. Wieder runterhüpfen. Machen wir erstmal einmal unten alles zu hier. So, und das ist sehr schön. Und hier noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, 7 Stück noch, um das einmal geschlossen zu haben. Super. Bis ganz unten. Und dann für die Seiten brauchen wir natürlich noch ein paar. Halt, falsche Richtung. So, erstmal nochmal eine mehr, dann haben wir die 7 schon mal für die Seiten. Und dann werden Kupfernägel langsam knapp. Haben wir da auch nicht noch. Nicht mehr am Amboss, aber hier machen wir erstmal die 140. Zack. Herstellen, 140 Stück. Reicht erstmal wieder für ein bisschen was. So, und jetzt Fabrikator wollten wir auch gucken. Wir brauchen immer noch elektrische Teile. Braucht veredeltes Gold, Kupferbarren, organisches Harz und Epoxid halt. Okay, organisches Harz, Epoxid, bisschen Gold, bisschen Kupfer. Gucken, wie viel kriegen wir zusammen. 33. Reicht. Machen wir 30. Alles klar. Super. Dann haben wir die schon mal. Kupfer zurück. Das zurück. Und Epoxid auch erstmal wieder zurück. Sehr schön. Okay, den Steil haben wir schon mal. Das ist doch super. Dann kommst du mit Kupfernägel rüber. Rein mit denen. Zack, zack. Für den Überblick. So, okay. Und dann machen wir nochmal 8 Stück. Dann haben wir schon mal die Ecken zu. Dann überlegen wir, wie wir das machen. Ob wir die Wände dann aus Glas, die Wände aus Holz lassen an den Seiten und wirklich dann nur die Schrägen oben aus Glas machen. Zumindest zu den Giebelseiten halt und zu den anderen Seiten schon auch wieder mit Glas. Natürlich auf der Front arbeiten auch. So. Okay. Achso, wir müssen ja wieder runter. Brauchen noch eine Treppe, die auf jeden Fall hier nach unten führt. Zack. Halt. So. Sieht man nicht mehr, aber die beiden noch. Hallo? So. Alles klar. Und jetzt hier auch schon mal die Ecken zu. Die sollen auf jeden Fall wieder aus Holz werden. So. Jetzt könnte man ja sagen, hier eine Holzdachschräge noch rauf
und der Rest dazwischen komplett aus Glas, auch unten, bis nach unten. Ja, so machen wir das. So. Ja, und hier zwischen halt jetzt komplett. Und die Tür auch mit aus Glas. Und drüben die gegenüberliegende Seite auch komplett. Das heißt, wir brauchen hier auf jeden Fall dann die überstehenden kleinen Dächer. Wieso ist das... Da, der nächste Bär. Ist einfach immer ein Bär unterwegs. So, das lassen wir so, wo die Brücke ankommt. Und der so. Ich finde es gar nicht schlecht so. Hat was. Können wir so lassen. Wie gesagt, wenn, dann kann man immer noch genug rausschauen. Das passt so. Okay, dann hier drüben das Gleiche. Zack. Na, müsste ja sogar reichen. So, jetzt eben noch das überstehende Dach raus. So. Nein! Das ist Snap Points. Na, wo bist du? Da kommt er doch schon. Ja, ja, da kommst du doch schon, Level 73. Oh nein, ich locke ihn auch noch unter die Brücke. Nein, nein, die kommen hierher. Miau. Das war's schon. Okay. Der nächste Bär, der vorbeischaut. Diesmal zum Glück alleine. Und müssen wir wieder an. Nee, den hatten wir eben. Ah. So. Und so. Alles klar, die Seite haben wir schon mal. Dann da jetzt die Holzecken oben rein. Dann haben wir das auch. Und dann hier drüben. Einmal so. Zap. Super, damit sind auch alle Wände geschützt, die wir jetzt hier gebaut haben. So. Der nächste Bär. So. Ne. Was soll denn das? Spring doch mal da rauf jetzt. Unglaublich. So. Finde ich gar nicht schlecht. Einzige, was vielleicht ein bisschen stört, ist das. Vielleicht ein minimales bisschen. Und wenn wir erstmal hier Geländer haben und das auch noch mit X, dann ist glaube ich gar nicht, dann streben hier, dann wird es glaube ich gar nicht mehr so schlecht sein. Es geht aber auch so. Und wir machen hier schon mit Wänden zu, dann fällt sich mir so auf. Ja, das wird wie so ein kleiner Eingangsbereich. Da kommen Wände daneben, dann fällt es überhaupt nicht auf, wenn das geschlossen wird. So, okay, rein, ab in den Schlafsack. Brennt das Feuer noch? Nee, brennt nicht mehr. Na, sowas. Okay, dann einmal kurz ein bisschen Kohle holen. Und nebenbei ein bisschen was von dem
Was auch schon wieder ein Fell, Leder und Knochen dabei haben. Hier mal reinschmeißen. Und auch schon wieder das nächste Fleisch auf dem Grill. Und Kohle haben wir hier. 12 Stück reichen erstmal. Zack. Ab. So. Ist was. Ist was. Leg dich hin. So. Okay. Gar nicht so schlecht. Der nächste wäre wirklich. Wahrscheinlich hängt er da irgendwo am Gef. Hängt er da nicht schon? An dem umgekippten Bau. Das kann doch nicht sein! Fall ich. Nee, da kommt er. Der nächste. Ja, dann komm. Greif's eh gleich an. Knapp drüber. Genau, den Moment taucht er ab. Der Ninja-Bär. Zoin. Level 70. Die verlangsamenden Pfeile sind aber auch echt gut. So, eigentlich müsste es jetzt schon wieder das gewesen sein. Ja. Halt, gib mal ein paar Pfeile her. So, nächster. Die rennen hier aber auch wirklich. Wie gesagt, manchmal jetzt, wenn der, kann sein, dass wir den nächsten hören, wenn der hier gerade weg ist. Gerade abgebaut ist. So. Jetzt wieder zurück hier rein. Und jetzt wollte ich. Ich wollte mal die Taschen loswerden mit diesem Ganzen hier. Weg damit. Alles weg damit. Kein Platz mehr im Schrank. So, ich wollte. Holzgiebel. 4 Stück. Und ich wollte 2 Wände noch, genau, für die Seiten von der Brücke. Und dann können wir auch schon mal Geländer anfangen. Machen wir mal 8 Stück. So. Und dann brauchen wir wieder noch Böden. Die Terrasse muss ja noch kommen. Reicht nicht mehr. So, das hier rein. Weil hier oben die Terrasse soll auf jeden Fall. Hier müssen auf jeden Fall so hier. Oder nach der Seite raus. Ist eigentlich egal. Oder nach, wie gesagt, eigentlich nach dieser Seite würde es mir besser gefallen, habe ich das Gefühl. So nach oben raus. So. Okay, und hier das. Ja, oder wir machen das Gebäude einen höher. Das ist doch ein bisschen zum Rausgucken, ein bisschen flach das Dach hier runtergezogen. So geht's noch. Hier fällt's nicht so auf. Zur Wasserseite. Wir müssen alles nochmal umbauen und eine Etage höher rausziehen. Er würde an der Anzahl der Bauteile so jetzt, also von den Dächern nichts ändern. Wir würden nur nochmal eine Reihe Wände rundherum nochmal brauchen. Bin ich nicht sicher. Müssen wir gucken, wie es aussieht, wenn Glaswände drin sind. Hier wollte ich gar nicht hin. Hier wollen wir hin. Ein paar Wände noch, das noch und schon mal ein paar Geländer zum Gucken. Ah, vielleicht müssen wir das alles nochmal ändern. Zu der Seite ist wirklich, das ist in Ordnung. Aber so nicht. Okay, machen wir erstmal das hier. Kleiner Eingangsbereich, damit das mit den Dächern nicht mehr so auffällt von außen. Ja, so sieht das gut aus. Kommt schon wieder der nächste Hirsch angeflitzt, der sich unter der Brücke verstecken will. Okay, und dann machen wir hier noch die Holzecken drauf. Machen wir erstmal. Vielleicht wird es noch umgebaut dann halt. Muss man da manchmal eigentlich dreimal draufklicken.
Halt. Falsch. So und so und so. Ja, dazwischen komplett Glas. Aber wahrscheinlich müssen wir das wirklich alles nochmal ändern. Nochmal eine Reihe nach oben ziehen. An der Brücke ändert sich aber nichts. Die bleibt dann so. Und oben halt die Terrasse. Auf jeden Fall zu einer Seite raus. Zack, zack. Und zwar dann... Ja, genau ab der Höhe hier. Oder? Nee, das ist zu groß. Terrasse 1, 2, 3 rein. 4 rein. Ja, weiter nicht bis hierhin. Ziehen wir die Terrassenfläche raus, dann kommt ein normales Steinflachdach drüber und dann kommen hier hinten an der Fensterfront auf jeden Fall Pflanzbeete hin, 3 Stück. Dass wir hier, wenn wir von drin durchgucken, dass wir hier schön viel Grün vor der Tür haben schon mal. Und das hier drüben, das müssen wir... So sieht es wieder in Ordnung aus. Hm. Hm. Oder wir lassen das so. Mit Glasfront hier und auf der anderen Seite. Und dann kann man ja... Das hat ja aber noch genug Licht hier, weil wir die Seiten sind ja noch groß offen hier dann. Und mit Glas, das passt dann schon. Da kommt auch noch eine große Feuerstelle irgendwie rein und dann... Mal gucken, dass wir hier wirklich viel Grün auch in das Gewächshaus dann reinbringen. Oder das wird dann eher der Wintergarten. Ach, keine Ahnung. Lasst uns überraschen, ihr Lieben. Das machen wir dann mal in der nächsten Folge. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Ende dieser Folge hier. Haben noch ein gutes Stück geschafft. Nächste Folge geht es hier weiter. Mal gucken, ob wir dann das noch eine Etage nach oben ziehen oder ob ich das dann schon offscreen geschafft habe, noch ein Stück nach oben wieder rauszuziehen, damit es mit den Seiten besser aufgeht. Oder wir gucken, wie es aussieht mit Glasfenstern. Das sehen wir dann in der nächsten Folge. Dann machen wir hier weiter. Und dann müssen wir auch wieder zwischendurch nochmal eine Runde auf Erkundungstour gehen. Wir brauchen dann... Ah! Kann ja wohl nicht wahr sein. Wir brauchen dann... Miau. Wir brauchen dann mehr Aluminium und definitiv weniger Bär. Zack. Miau. Da-da-dam, da-da-dam. Und damit wir dann auch mit dem Fabrikator, den haben wir jetzt gar nicht gebaut, und den und dem der Wasserpumpe dem ein. Ah, was ist mit den kritischen Treffern los? Das alles mal bauen können. Jetzt reicht's aber hier auch. War das ein Bäuerchen? Ein Bärenbäuerchen? Daneben. Außer da oben auf den Stein. Ja, ich werde schon längst mal dran mit umfallen. Genau. Mann, oh Mann, oh Mann. Nächste Ladung Bär. Okay, ihr Lieben. Wie immer sage ich vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Wenn euch diese Folge gefallen, würde ich riesig über einen Kommentar einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr zu gerne mehr sehen wollt, lasst ein Abo. Da würde ich mich nämlich am allermeisten drüber freuen. Ansonsten bleibt nur zu sagen, wie immer, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.